Und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wenn dir das Video heute gefällt, dann lass einen Daumen nach oben da. Vergiss kein Abo dazulassen, das würde mich unterstützen. Und schau auch auf Facebook und auf Instagram vorbei. Dort bin ich auch aktiv. Und jetzt viel Spaß beim Video. Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge der Cosenza Calcio Karriere. Im letzten Part konnten wir uns die Tabellenführung zurückerobern. Gegen Trapani gab es einen 2:1 Sieg und gegen Pisa gleich einen 4:0 Sieg. Und wir gucken mal nochmal auf die letzten Spiele. Genau, gegen Pisa ein 4:0 Sieg. Das war auf jeden Fall eine richtig starke Leistung. Und dann am 7. Spieltag kam Trapani zu uns nach Cosenza. Sie konnten wir mit 2:1 besiegen. Jetzt folgen die Spiele in dieser Folge gegen Empoli und gegen Cremonese Calcio. Diese Spiele werde ich eins simulieren, sowie eins spielen. Ich habe mich dafür entschieden, die Partie gegen Empoli zu simulieren und die Partie dann gegen die Jungs aus Cremonese zu spielen, genau. In der nächsten Folge dann Chievo Verona und in der übernächsten AC Plocha. Hier schauen wir uns jetzt erstmal Nachrichten an im Trainerbüro. Ich habe gute Nachrichten. Rivière, der seit seiner Verletzung außer Gefecht war, hat gerade grünes Licht der medizinischen Abteilung erhalten und kann ab heute wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Er ist auch fit genug für Einsätze. Jawohl, Rivière hat sich im letzten Spiel leider verletzt, musste ausgewechselt werden, aber er ist wieder fit, kann gegen Empoli wieder, Gott sei Dank, zum Einsatz kommen. Er wird auch zum Einsatz kommen, genau. Dann geht's weiter zu den Verhandlungen über die Verpflichtung von Patrick. Er hat unser Angebot angenommen, unterschreiben Sie den Vertrag, dann gehört er uns. Genau. Das werden wir machen. Der Job bei Frosinone. Frosinone sucht einen talentierten Trainer für die Mannschaftsleistung oder Leitung. Wir beobachten Ihre Leistungen schon länger. Hiermit möchte ich Ihnen offiziell den Posten als Cheftrainer bei uns anbieten. Wir sind überzeugt, dass Sie unseren Verein nach vorne bringen werden. Bitte teilen Sie uns Ihre Entscheidung bis zum 31.12.2019 mit. Das Frosinone möchte uns haben. Und es läuft ja trotzdem gut. Ja, Tabellenführung. Auf jeden Fall, es läuft super bei uns in dieser Karriere. Der Monatsbericht für Puba steht bereit, genau. Top 11, Pirini, Lazzaro und Machat. Und hier die monatlichen Trainingsberichte, Einnahmen im Oktober, genau. Alles, was es dazu geben kann. Trainerkarriere, Angebote an Trainer. Frosinone, das werde ich allerdings nicht annehmen, denn ich möchte wie gesagt Cosenza Calcio in Liga 1 führen. Genau. Dann gehen wir in die Verhandlungen und unterschreiben den Vertrag mit Patrick. Dann gehört er uns Bedingungen akzeptieren. Jawohl, damit ist er bei uns, der Patrick. Eduardo Conde wechselt auch zu uns, genauso wie Joao Vitor. Alle kommen im Januar. Genau. Und falls ihr euch wundert, was ihr am Mund macht, ich tue gerade einen Bonbon, einen Kräuterbonbon lutschen, denn ich habe ein bisschen Halsschmerzen und deswegen lutsche ich. Also nicht wundern. Falls es euch stört, es tut mir leid. Wir werden die Zeit vorstellen und zum nächsten Spiel schauen. Allerdings, das werden wir nicht spielen, das werden wir simulieren. Spiel überspringen. Genau, dann schauen wir mal. Und wir verlieren damit mit 1:0. Sind jetzt nur noch Zweiter. Jetzt müssen wir gegen Cremonese auf jeden Fall gewinnen. Und ich glaube, wir werden diese Partie auch gewinnen. Genau. Bereits der 9. Spieltag schon.
Teammanagement-Nachrichten. Wir schauen uns mal Nachrichten an. Länderspieleinsatz. Jo, da gibt es keinen. Verletzung von Pirina war es? Nein, bitte nicht. Im Dezember, damit ist er schon mal weg, der Pirini. Scheiße. Macht nichts, egal. Mein Team. Und da steht nichts Besonderes, okay. Damit gehen wir rein in das Match gegen die Jungs aus Cremonese. Wir werden mit Sieger spielen, wir werden auch so spielen und Cremonese wird in den weißen Trikots spielen, in den Auswärtstrikots. Stadion ist natürlich das San Vito und die Strategie lassen wir so. Und dann gehen wir rein in das Match gegen die Jungs aus Cremonese. Leider haben wir das letzte Spiel gegen Empoli verloren, aber sie sind ja Absteiger und deswegen macht es nichts und genau. Wir warten noch bis zum Spielbeginn. Und damit sind wir hier im Stadion, hier im San Vito Gigi Di Marulla. Und ich werde ein bisschen leiser machen. Ne? Und genau. Das Telefon klingelt jetzt, Entschuldigung. Aber das ist nicht mein Handy. Genau. Und dann legen wir los hier in Cosenza. Anstoß haben wir. Let's go, rein geht es. Wir haben Juve geschlagen. Wir haben uns in das Achtelfinale haben wir erreicht. Und jetzt gilt es hier die Tabellenführung zurückzuerobern, nachdem man 1-0 verloren hat gegen Empoli. Aber ich muss es so machen, weil sonst kommen wir nicht voran hier in dieser Karriere. Wir müssen hier jetzt ruhiger spielen. Cremonese, kein einfacher Gegner. Auf gar keinen Fall, aber schlagbar. Das ist klar. Walzania. Ganz starker Zweikampfgewinn und der schnelle Gegenangriff über Markus Sau, der sich den Ball leider nicht zurückerkämpfen kann. Walzania. Ganz stark. Und was war das jetzt, bitteschön? Gustafsson. Mit einem Fehlpass, Gregor, Pirini. Freistoß für uns. Und der Schiedsrichter bittet Gustafsson ein bisschen vorsichtiger zu sein, sonst wird er ermahnt oder verwarnt. Und es geht weiter. Wir müssen ein bisschen ruhiger spielen hier und uns langsam nach vorne arbeiten. Rico. Und der schnelle Gegenangriff. Klasse von Monaco. Der ist einfach in dieser Saison da, wenn man ihn braucht. Machat. Und Seger. Seger Ecke. Ecke für uns. Ganz stark. Starker Kopfball und die erste Chance für Pirini. Eine gute Ecke war das auf jeden Fall, aber auch ein starker Kopfball. Allerdings geht er ein paar Zentimeter über das Gehäuse. Glück für Cremona. Bleibt dran, schade. Das ist kein Foul. Aber das ist jetzt ein unnötiger Fehler gewesen, der bestraft werden könnte, aber Sarako ist da.
Leider hat sich hier unser Torwart verletzt. Ganz starke Parade hier. Und wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und checkt die Links in der Videobeschreibung ab. Hier die nächste große Möglichkeit für Cremona. Aber klasse. Glück für uns. Sarako haut den Ball weit nach vorne hier. Damit ist Pause auch hier. Cosenza gegen Cremona ist 0:0. Wir schauen in die zweite Halbzeit, wie es da läuft. Und dann gehen wir gleich rein in den zweiten Durchgang hier. Und genau, ab geht's in den zweiten Durchgang hier. Werden wir noch den 1:0 Siegtreffer erzielen? Ein ganz starker Ball hier. Aber das allerdings dann. Weil es dann hier. Giovanni. Sodimo. Ganz stark von Vitante. Der Lupfer allerdings. Agassi ist da. Caracciolo. Und Machat. Foulspiel leider. Schade. Und ich will darauf hinweisen, das Finale wird dann am 15. März erst steigen. Nicht wie geplant am Mittwoch, sondern dann am Sonntag, nachdem die Freiburg-Folge hochgeladen und veröffentlicht worden ist. Greco mit einem langen Ball. Allerdings in diesem Spiel läuft es nicht so. Jetzt mal Pirini, der ist schnell. Hau ihn rein. Den haut er leider nicht rein, aber die nächste Chance macht er bestimmt rein. Auswechslung, wir bringen für Sieger Viteri in die Partie, auch wenn er von der Gesamtwertung ein bisschen schlechter ist. Er ist frisch und der ist dabei, war ganz schön weit am Tor vorbei. Leider. Agassi jetzt. Mit dem Abschlag. Bianchetti. Greco kriegt den Ball noch. Sieht wunderbar. Pirini, aber bei ihm läuft es nicht. Heute. Castagnetti. Wow, was für ein geiler Hackentrick. Jetzt Machat kommt. Oh Mann, Junge. Der muss da eigentlich direkt abziehen. Jetzt Greco. Greco macht es besser und da ist es 1:0. Keine Chance für Agassi. Cosenza führt hier. Jawohl. Durch Greco in der 79. Minute. Cremona ist wahrscheinlich bezwungen. Was für ein Strahl. Der war richtig stark. Und dann dieser Wechsel. Caracciolo geht aus dem Spiel und Palombi kommt neu in die Partie. Für ihn. Damit ist Cremonese im Rückstand und muss einen 1:0 Rückstand irgendwie in 10 Minuten wettmachen. Oder das ist nicht einfach gegen den Tabellenzweiten aus Cosenza, die auf jeden Fall die Ambitionen haben aufzusteigen. Weil es dann hier. Sie wollen in der Geschichte dieses Vereins endlich aufsteigen.
Das sieht man auch hier, wie sie spielen. Castagnetti. Marini. Und damit ist das Spiel vorbei. Cremonese wurde auch besiegt. Hier in dieser Episode, nachdem man gegen Empoli leider verloren hat, ist man wieder da. Kann diese Folge gut abschließen. 1:0. Der Sieg gegen Cremonese. So habe ich mir das vorgestellt. Man kann mal verlieren, aber nicht gegen Cremonese. Jetzt heißt der nächste Gegner dann Chievo Verona. Und wir sind Zweiter. Ein Punkt weniger als Perugia. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge wird es wieder zwei richtig schöne Spiele geben. Gegen Chievo Verona und gegen Perugia. Gegen Chievo und Perugia werden wir jeweils spielen. Und ein haarscharfer Sieg, das stimmt. Chievo ist Vierter, Perugia ist Erster. Das wird eine schöne nächste Folge. Drei für sie interessante Spieler haben der jüngste Scout uns berichtet. Genau. Und wir schauen in das Teammanagement, da schauen wir uns in Verhandlungen in den Scouting-Abteilung ein. Und da sind richtig gute Akteure dabei. Nuruddin, ein Granada, Victor Ruiz, rechts außen, Stürmer, den könnten wir uns mal Anfrage für Transferverhandlungen. Ja, das passt, okay. Mal gucken, ob er dann kommen wird in der nächsten Folge, genau. Und dann würde ich sagen, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Und schaltet auch in der nächsten Folge ein, wenn es dann heißt gegen Chievo Verona und gegen AC Perugia. Zwei richtig schöne Partien. Und schaltet auch dann im Finale ein und in den Karrieremodi. Genau, ich bin raus, macht es gut und ciao.